Geht er schon im Vorwärtsgang und Julien Sprunger mit dem Treffer. Nicht einmal eine halbe Minute gespielt, ganz genau 17 Sekunden und das 1:0 ist bereits Tatsache. Sprunger. Lakers-Verteidiger Hechler war es und das 2:0 nach einer Minute und 43 Sekunden bereits der zweite Treffer für die Freiburger. Niefeler mit Freiburger Vergangenheit schon zum zweiten Mal geschlagen und Jonas Hulös. Chavaya wird unter Druck gesetzt, gut gemacht von den Lakers. Ness und der Anschlusstreffer verdient, muss man sagen, für die Lakers, die sich bemüht haben, hier irgendwie zurückzukommen in dieses brutale Spiel. Für sie zu Beginn kaum 100 Sekunden gespielt, bereits zwei Treffer einkassiert und Martin Ness mit seinem ersten Saisontreffer. Ein wichtiges Tor für die Lakers. All in. Der Mitte läuft Brehm mit. Und sogar einer, der aus dem Hintergrund kommt, nämlich Cedric Hechler mit dem Ausgleich, mit dem 2:2. Wer sie vorne nicht macht, kriegt sie dann hinten zunächst mal Kaplan ab mit der Möglichkeit zum 3:1. Und nach dem Anspiel, ihm kommt der Hechler, der gut mitgelaufen ist. Vorher. Knelsen aggressiv im Boxplay, all in, die Box nicht optimal und jetzt kommt das 3:2 durch Julien Sprunger, die Box etwas auseinandergezogen, Knelsen konnte die Scheibe nicht kontrollieren und all in stand zu weit weg. Ist eben gefährlich, wenn sich einer aus der Box löst in Unterzahl.